So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy. Wir waren wieder fleißig und haben Merlins Prüfungen, Gewölbe. Warte mal, hier haben wir noch eine. Ist sie gleich in der Nähe? Was Landeplattform, ne? Die haben wir aber schon, oder? Nee. Was haben wir denn hier? Oh Gott. Will ich's wissen? Warte mal. Hä, da hoch? Oh Gott. Oh Gott. Ja, es wird lustig werden. Oh, welch angenehme Überraschung. Eine Merlins Prüfung. Oder eine Prüfung von Merlin. Okay. Oh Gott. Guck mal, da zeigt mir wenigstens den Weg, ne? Nein! Ach so. Hä? Okay, das war wieder knifflig, ne? Ich muss hier hoch. Alter, bist du dumm, Mädchen? Dann bleib doch an Ort und Stelle. Hä? Alter, nervt mich das. Aber weißt du was? Aggressiv, ne? Nein! Oh, bist du dumm? Och, Mädchen, bist du selten dämlich. Wie kann man denn nur so dumm sein und das in die Richtung? Boah, das macht mich gerade, es macht mich gerade echt aggressiv. In der nächsten Folge die letzte Merlingsprüfung, die richtig sinnfrei einfach nur ist. Hör doch mal auf, immer mitzugehen. Bleib doch mal an Ort und Stelle stehen. Wirklich. Kein Verständnis dafür. So. Nein, 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 nein. Hallo! Was machst du denn, Mädchen? Bist du komplett dumm? Das macht dich gerade richtig aggressiv. Ja, komm, lass dich erschlagen von dieser schönen Kugel. So. Bumm, aus, Ende. Es kommt einfach nicht mit. Revelio. So. Eine Kugel, die null rollt. Roll doch mal diesen Berg hinauf. Revelio. Rollst nicht rollen? Warte mal. Revelio.
Wie soll ich das denn machen? Sind die komplett bescheuert? Das funktioniert doch gar nicht. Der muss hier hoch. Ja, wie soll ich das machen? Wenn Aktion nicht funktioniert. Ist er ganz weg? Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Macht mich das aggressiv? Was ist das denn jetzt? Ach, weißt du was? Das geht mir auf dem Senkel, ey, ganz ehrlich. Dämliche Merlinsprüfung. Rebellion. Warte mal. Ach hier, Stallungen. Aber sind die alle verflucht oder was? Nein. Oh. Meine Güte. Alohomora. Jetzt. So. So, ich muss hier rein, nicht? Genau. Denke ich mal, oder? Nee, ich muss eigentlich. Egal, mal gucken. Haben die jetzt wieder? Nö, nein, Glück. Gut, hier waren wir ja schon. Na gut, haben wir es jetzt doppelt gemobbt. Genau. Haben wir hier noch jemanden? Nee. Okay, ein Glück. Alle. Mr. Wuthering, ich kann hören, wie die Inferni die Tana gerufen hat. Näher kommen. Es war meine Ehre, als Fluchbrecherin für Gringotts zu arbeiten. Ich hätte merken müssen, dass man Tana nicht mehr trauen kann. Immerhin war sie meine Partnerin. Ich hoffe, sie vergeben mir, dass ich in dieser Hinsicht versagt habe. Bitte sagen Sie meiner Familie, dass ich im Kampf gefallen bin. Putin. Okay. Alohomora. Ah, okay. Wäre sicher interessant zu sehen, wohin sie führt. Also, müssen wir wieder rausgehen. Okay. Ne rennen. Aber die Geräusche sind so ekelhaft, ne? Die sind richtig ekelhaft. Tja, wenn das Sebastian wüsste, ne? Was wir hier für Abenteuer erleben. Ganz allein? So, warte mal. Wir müssen... Oh. So, jetzt können wir... So, wir müssen aber... Aufträge... In die Richtung, genau. Wir müssen Henry jetzt das Versteck finden. Ich hab was. Ich töte dich doch schneller. Vielleicht solltest du kontrollieren.
Was macht das? So. Lol. Ja, und ich höre dich auch. Komm mal her, Mausi. Oder auch nicht. Krass. Yay, Herausforderung abgeschlossen. So. Rebellion. Wie ist das eigentlich? Ich habe diesen Huhn verbannt, aber wenn es jemand kommt und das nicht weiß und diese dann halt, ne, tötet und schicken links ausmacht, ist er dann eigentlich nicht Menschenfleisch? Oh, nein. Ah! Ich drücke immer Escape. So. Wie soll ich diese Merlinsprüfung abschließen? Das ist für mich ein absolutes Rätsel. So, hier. Na, wir sind hier. Hier soll er hin. Ich roll hier runter. Na? Wie soll das funktionieren? Lioso funktioniert ja auch nicht. Funktioniert ja nichts. Nein. Geh hoch. Los. Alter Falter. Okay, immer doch nicht. Oh mein Gott. So. Hier runter. Ach schön, Spinnen. Toll. Ja. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Wir rennen trotzdem einfach durch, würde ich meinen. Ne? Du musst nicht stehen bleiben, du kannst einfach weitergehen. Das ist so, ich, naja, also was sich die Mutter Natur bei Spinnen gedacht hat, das frage ich mich auch, oder auch bei Mücken. Das ist für mich absolut schleierhaft. Wo, ich glaube, ne, damit, ne, Mücken haben ja, sind ja auch Nahrung für Vögel, ne. Aber trotzdem, was sie sich dabei gedacht haben. Absolutes Rätsel. Genau, ne? Wir hatten jetzt hier noch die Luftballons. Oh. Achso, man muss eigentlich nur den Ballons folgen und dann kriegt man schon die Landeplattform. Achso, na gut. Schön, dass ich es auch mal gemerkt habe. Warte. So.
Revelio. Oh. Hui. Darf ich nicht nochmal? Okay. Immer noch eine Merlinsprüfung. Ich freue mich. Und entfernt. Nee. So. Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Das stimmt. Fängt es wieder an zu regnen? Da mal einmal. So, Moment. Das heißt, sie brauchen wieder Lumos, genau. Also den. So, Danger. Ja, ja, alles ganz schlimm hier. Ah, okay. Dann haben wir die anderen. Hier haben wir noch einen und der andere ist dort, okay. Krieg mal hin. So. Das war doch jetzt mal easy, easy peasy. Lumos. So, komm, bitte. Danke. Und genau dort hinten war jetzt der letzte. Ach, Gottes Willen. Merlin. Ich glaube, Merlin wollte daraus einfach eine Fleißaufgabe machen. Der wollte mir sicher eine Fleißaufgabe daraus machen. Bonjour. Wie konntest du es wagen, den Drachen aus der Hornschwanzhalle zu... Ach so, ach, das war dir. Was hast du getan? Was? Das habe ich getan. So, wo hatten wir jetzt hier? Hier war das, genau. Noch ein Troll. Confringo. Ach so, ja. Revelio. Ja. Warte mal. Was ist, wenn ich ihn jetzt hier markiere? Ah, nee, Quatsch. Auf der anderen Seite oder wenn ich hier hoch? Was ist denn das jetzt hier? Ach da. Oh.
Komm ich hier rein? Natürlich. Oh, ist das. Hä? Ich muss runter. So. Muss hier drin sein. Ist aber nicht hier drin. Oh, was ist das denn? Los, mit dem Felsen treffen. Genau. Und das nochmal. Genau, das ist weg vom Fenster. Das ist gemein wegen dem Schatzgewölbe jetzt. Also das finde ich jetzt total uncool. Coffees Niffler weggerannt ist. Wie komme ich hinein? Ist das schön. Sieht das schön aus. So, weg mit dir. Bam, weg mit dir. Was hast du? Nix. Ich hab nichts getan. Überhaupt nichts. Ein Astronomiealtar. Bei Nacht sollte der nützlich sein. Ja, bei Nacht. Oh, verdammt. Schade, dass das niemand gesehen hat. Vor allem die aus dem Lolier-Club, ne? Die hätten da langs vor uns. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Ah, ja, der gute Merlin, mein Lieblingsfreund. Ich glaube, wir müssen hier irgendwelche Sachen zerstören, ne? Ja, ich bin doof. Und da oben. Das war's doch eigentlich, oder? Ach so, die Truhe. So, da warten wir es einfach mal noch mal. So wie ich Amit kenne, war er bestimmt schon mal hier. Na, natürlich, genau, ja. Absolut, der war schon hier. Der war überall schon. So. Ha! Der Schütze. Ich hatte gerade eins von 15 und habe ich mich gerade verguckt. Ich konnte jetzt gerade nicht so schnell schauen. Da unten müssen wir noch mal hin. So. Nein! Oh. Das scheint der richtige Ort zu sein. Ja. Die sind dann dort. Okay, gut. Ach so, warte mal. Na gut, dann machen wir das nochmal ganz schnell. Ach dort. Warte, Moment, Moment. So. Damit wäre das erledigt. Der gute Merlin wäre so stolz auf uns, ne?
Der war wahrlich stolz auf uns. So, jetzt müssen wir hier rein. Ich hoffe, die Aschwinderinnen haben Rococo nichts angetan. Wo in Merlins Namen bin ich? Revelio! Oh Gott, das wird so lustig werden. Ach ja. Was ist das denn jetzt schon wieder für ein Müll? Muss ich dich erst aktivieren? Aber versteht man mich, dass ich da einfach so ein kleines bisschen... Weiß nicht. So. Das ist doch sowas von... Also ist es schon... Es geht nicht. Ja, ja, ja. Ein Glück, so. Jetzt, aber was ist das denn für eine dumme Steuerung? So. Na bitte. Herr Schwinderinnen, diese Münzen müssen von Miss Coffee Sniffer stammen. Stimmt, ja. Es wäre eine Möglichkeit. Nein! Auf dich zu hören! Ich muss wohl meine eigenen Entscheidungen mal überdenken. Was? Ist das der Hippogreif von meiner Schatzkarte? Schatzkarte? Wir haben eine Schatzkarte? Also gar nicht, dass wir noch eine Schatzkarte haben. Nee. Ach so. Ist auch egal jetzt. Du hast den Hippogreif geklaut. Expulso! Hey! Nein, da haben wir Hippogreif. Oh. Oh, okay. Verdammt. So, weg mit dir. Oh, fuck. Nein. Oh Gott. Boah. Heilige. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tja. Nein. Hier runter. Oh Gott. Gehst du mit mir? Ja, du gehst mit mir. In
So. Na, das müsste es doch jetzt eigentlich gewesen sein. Rebellion. Was haben wir denn hier? Ach so. Wir gehen erstmal hier entlang. Ah nee. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ah nee. Warte, sind wir da hoch? Dass das hier schon wieder funktionieren. Da komme ich nicht weiter, ne? Naja, ganz ruhig, ganz ruhig, meine Kleinen. Rebellio. Gehen wir es mal hier entlang. Schätze, die Spur, die... Bleibe stets auf der Hut. Wenn ich den Schätzen folge, finde ich den Riffler. Was? Ach so. Das ist wie gemeint ist das denn? Gottes Willen. Ah, hier kommen wir auch nicht weiter. Ach so, warte mal. So. Fotografiere mir das mal ab, weil ich es anscheinend nicht hinbekomme, das einfach mal einzublenden. Das ist natürlich sehr doof. So. Also, die... So, ne? Ja. Oder? Nee, warte mal. Nein! Jetzt. Mal sehen, was wir da haben. Ach so. Darum wohl die ganze Aufregung. Rebellion. Super, ich dachte damit... Habe ich jetzt irgendwas? Warte mal. Ist er noch aktiviert? Ja, das... Hä? Der ist aktiviert. Echt?
bin überfordert. Muss ich den von da drüben nehmen? Oh. Warte mal. Nee, okay. Wie unfair ist das denn? So. Was macht er jetzt? Ich verstehe das nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Anscheinend den Gang hier, oder? Hier halte ich lieber die Augen offen. Der ist gerade ausgetrippelt. So. Wie ist denn das? Super. Was für ein Kerker. Oh, ah. Ja, jetzt bin ich genauso schlau wie vorher. Rebellion. Ich übersehe irgendwas, ich weiß aber nicht, was es ist. Oh. So, ah. Ja. Nichts sagen, ich hab's gesehen. Rebellion. Jetzt sind hier voll. Ich werde. Ja, toll, jetzt habe ich hier die Truhe. Ich werde aber nicht die Truhe. Ich will hier irgendwie weiterkommen. Wieso mache ich 1000 Meinungsprüfungen und trotzdem wird mein Inventar. Nicht Ding jetzt Moment zu, warte. Oh. Na, das ist ja toll. Wie komme ich denn jetzt hier? Schön, dass ich die ganze Truhe mit eingesammelt habe. Es freut mich wirklich. So. So schnell. Was? Dreierkopf? Hey, mega Power Trank. So. Achso, das ist
Okay, ja. Noch mehr Aschwinderinnen. Reduktor! Es war ein Fehler. Kack doch! Oh! Oh. Was habe ich getan? Nee. So. Okay. Kein Problem, keine Panik auf der Titanic. Oh, oh, oh. Ah! So. Wie sieht es ja aus? Haben wir's durch? Ich glaube, dass ich ganz allein eine Aschwinde. Rebellion. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wo muss es hin? Hier hin. Okay. So. Oh. Revelio. So, oder? Ah. Was haben wir hier? Musikalische Karte. Okay, gut. Was ist das? Eine Schatzkarte? Scheint. So, ich kann nicht. Ja. So, warte. Wie komme ich denn wieder zurück? Revelio. Hallo? Ah! Ich hatte jetzt schon Angst. Ich hatte jetzt wieder Angst. Den Niffler, wenn ich schon hier bin. Revelio. So, Mausi. So. Es glaubt wohl, ich sollte zu Miss Coffee zurück. Revelio. Ja. Heilige. Heilige. Hier sind wir jetzt rausgekommen, na ein Glück. Oder würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ganz schnell wieder zurück zu der guten Frau. Und dann, ja.
Haben wir es erstmal. Hä? Ich hab das. So, wo muss ich lang? Ich muss hier hin, ne? Genau. Ja. Oh, was ist da mit diesem Spiel jetzt hier los? Irgendwie buggt das gerade. So. Mein armer Rococo. Miss Coffee, ich habe Ihren Niffler. Miss Coffee, ich habe Ihren Niffler. Du liebe Zeit, wirklich? Oh, danke schön. Das war sehr mutig. Ich wusste mir keinen Rat mehr. Wie geht es meinem Rococo? Kann ich ihn zurückhaben? Natürlich, wenn preisig bei dir. Wir haben eigentlich schon genügend Niffler, deswegen. Ja, komm natürlich. Er wird sich freuen, nach Hause zu kommen. Mit Sicherheit. Oh je, mein mutiger kleiner Entdecker. Mein gefräßiges Kerlchen. Ich kann es kaum erwarten, ihn nach Hause zu bringen. Danke nochmal für die Hilfe. Kein Problem. Von nun an führe ich Rococo an der Leine, wenn wir rausgehen. Ja, das wäre wahrscheinlich besser. Ah, schön, damit haben wir das auch abgeschlossen. Halleluja. Und guck mal, da ist ein Drachensteigen. Das ist ja cool. Also bin ich eigentlich im Winter? Warum ist das alles so sonnig? Eigentlich müsste es ja trotzdem ein kleines bisschen geschneit haben. So, wir sind aber hier fertig. Wie gesagt, dieses Gewölbe, keine Ahnung. Das will sich noch nicht offenbaren. Und ja, da würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir uns dann diesen Teil hier mal anschauen. Hier haben wir noch ein Gewölbe. Und dann ja, werden wir hier noch die Besenrennereignisse. Und wenn wir hier mit dem Sebastian reden und dann noch mit irgendjemand anderen. Ich weiß gar nicht, ob es die Nati war. Mit Poppy. Genau, ne? Werden wir mit den zwei noch reden und schauen, was diese für eine Aufgabe für uns haben und ob das einfach nur ein Dialog ist. Und dann, ja, hoffe ich, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.